Alleingänge des ungarischen Ministerpräsidenten. Präsident Zelensky kritisiert Orbáns Reisen nach Russland und China. Die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament hat Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin bestätigt. Abstimmung in französischer Nationalversammlung. Brand-Pivet als Parlamentspräsidentin wiedergewählt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die selbsternannte Friedensmission des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán kritisiert. Europäische Staats- und Regierungschefs sollten Orbán den Rücken kehren, sagte Zelensky auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, ohne den ungarischen Ministerpräsidenten direkt zu nennen. But if someone in Europe tries to resolve issues behind others' backs or even at the expense of someone else, if someone wants to make some trips to the capital of war to talk and perhaps promise something against our common interests or the expense of Ukraine or other countries, then why should we consider such a person? Der russische Präsident Wladimir Putin will Europa spalten, warnte Zelensky die Staats- und Regierungschefs seiner westlichen Verbündeten. Putin wolle sie verführen oder unter Druck setzen, damit einer von ihnen die anderen verrät. Auf dem Gipfel in Großbritannien waren Orbáns überraschende Reisen ein wichtiges Thema. Nur wenige Tage nach Beginn der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Ungarns reiste Orbán ohne Absprache mit seinem westlichen Verbündeten nach Moskau, um sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Es folgten ein Besuch bei Xi Jinping in China und dem US-Ex-Präsidenten Donald Trump. Diese Reisen wurden von vielen Politikern der Europäischen Union scharf verurteilt. Die ungarische Regierung sagte jedoch, dass Orbán auf diesen Reisen nicht die EU vertrat, sondern lediglich sein eigenes Land. Außerdem behauptet Orbán, andere europäische Länder seien kriegsfreundlicher als er. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kritisierte Orbáns umstrittene Reisen scharf. Russia is banking on Europe and the West going soft. And some in Europe are playing along. 2 weeks ago, a European Union prime minister went to Moscow. This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission. Nun will die EU-Kommission mit einem Boykott auf die Alleingänge von Orbán antworten. An künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung Ungarns werden die EU-Kommissare nicht teilnehmen. Die Wiederwahl von Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission ist im Europaparlament in Straßburg nicht nur von den Christdemokraten, sondern auch von Sozialisten, Grünen und Liberalen begrüßt worden. We want to keep our fight against the climate change and really listen today that we cannot come back against the Green Deal. It's a key issue. Of course, everything that von der Leyen presented as a social dimension was part of our agenda, was part of our key demands. Während sich die deutsche FDP gegen Ursula von der Leyen ausgesprochen hatte, haben etwa 40 Abgeordnete der Grünen für die CDU-Politikerin gestimmt. Da das Votum geheim war, liegen keine genauen Zahlen vor. Die Abgeordneten der postfaschistischen Partei von Giorgia Meloni votierten offenbar am Ende gegen von der Leyen. C'era molta attesa per la scelta di Fratelli d'Italia. Il partito della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha mantenuto segrete fino all'ultimo le sue intenzioni, evitando di fare una dichiarazione di voto, al contrario di quanto hanno fatto molti degli altri partiti qui al Parlamento europeo. Alla fine i suoi 24 eurodeputati si sono allineati alla maggioranza del loro gruppo, cioè i conservatori e riformisti europei, votando contro la rielezione di Ursula von der Leyen. Beh, è chiaro che questo tentativo che c'è stato alla fine di portare a bordo i Verdi ha sbilanciato ulteriormente la narrazione di Ursula von der Leyen. Il fatto che Ursula von der Leyen si sia messa in mano ai più grandi sconfitti delle ultime elezioni europee, vuol dire, racconta che qualcosa non ha funzionato e questo è il motivo per cui non abbiamo potuto votare a favore.
Zwei der drei rechtsextremen Fraktionen im Europaparlament stimmten gegen von der Leyen und auch die Politikerinnen und Politiker der Linken kritisierten ihren Kurs. Il discorso della von der Leyen è stato un discorso da libro dai sogni, privo di contenuti. Ha proposto il commissario per la difesa. Noi siamo contro l'invio delle armi, siamo per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina e nel Medio Oriente. Abbiamo richiesto il cessato il fuoco immediato. Abbiamo sentito parlare invece che di transizione ecologica, di transizione militare. Questo per noi è inaccettabile. Von der Leyen bekam für ihre zweite Amtszeit eine viel größere Unterstützung der Abgeordneten als 2019. Ob sie die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Großbritannien ist zurück auf der politischen Bühne. Diese Botschaft wollte der neue britische Premierminister Keir Starmer mit seinem Europagipfel in Oxford deutlich machen. Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter aus mehr als 45 Staaten sind Starmers Einladung gefolgt. Im Gespräch mit Euronews erklärt der britische Europaminister die außenpolitischen Prioritäten der Labour-Regierung. Britain is back here on the European stage today, and I think you've already seen in the very early days of this government, the Rwanda scheme has been scrapped. Our commitment to remaining signatories to the European Convention on Human Rights, which, by the way, Winston Churchill himself, we're here at his birthplace, Blenheim Palace, played such a part in actually creating in the first place. So yes, we are going to be a government that respects international law, a government that stands tall on the world stage, and yes, in respect of the Windsor framework, our commitment is to implementing that and being, I'm not saying for a moment that we're always going to agree, but we will always be a good faith partner. President Zelensky is here. Are you confident that there is watertight support for Ukraine in the long haul by all your European counterparts and the UK? Well, that's what I'm seeing in the room today. That's what I'm seeing when I hear President Zelensky speak in that extraordinarily powerful way. I could feel the sense of solidarity in the room when he was speaking. And for us as a new government, we from opposition offered bipartisan support for Ukraine, and we will continue to offer that support for as long as it takes. One of the other big topics is defending democracy. We have Viktor Orban here, who's going to hold the next EPC. Is that problematic for you that he doesn't support Ukraine in any military way, but then goes to Putin, visits Xi Jinping? He's someone who essentially sides with the opposition. Listen, we work with the world as we find it. It's a matter for other countries who their leaders are. But that doesn't mean we won't continue to pursue our objectives and continue to do as we have been doing and Keir Starmer has been doing so powerfully here today, which is to build that coalition of support for Ukraine as wide as we possibly can. That's what we'll continue to do. In Frankreich hat die Nationalversammlung Yael Braun-Pivet erneut zur Parlamentspräsidentin gewählt. Auf die 53-Jährige ins vielen 220 Stimmen, gefolgt von André Chassagne vom Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit 207 Stimmen und Sébastien Chenu vom rechtsextremen Rassemblement National mit 141 Stimmen. Braun-Pivet gehört dem Regierungslager von Emmanuel Macron an und gilt als treue Verbündete des Präsidenten. Die bisherige Parlamentsvorsitzende war für die zentristische Partei Ensemble pour la République angetreten. Die Anwältin Braun-Pivet benötigte insgesamt drei Abstimmungsrunden, um als Siegerin festzustehen. Sie profitierte davon, dass andere Bündnisse ihre Bewerber zurückgezogen hatten. Madame Laernoës. The election of Yael Braun-Pivet from Macron's centrist alliance is seen as a slap in the face, especially for the left-wing coalition, the New Popular Front, the NFP, that won the most seats in France's legislative elections. This now could mean that French President Emmanuel Macron could use this election as an excuse not to nominate a prime minister from the left, claiming that it does not represent the vote of the 577 French MPs in the National Assembly. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Climate is impacting the life of Sicily very strongly. There are some people that deny climate changes. I think we cannot deny this anymore.
This dry landscape might soon become a familiar sight across Sicily. This island is already facing the severe impacts of global warming with droughts, wildfires, flash floods, and record-breaking temperatures. So how does it feel to live and work here? What is it like to be on the front lines of the climate crisis? Find out in a new episode of Witness. What we always say as farmers is basically we say that the land is not ours, but we have it land from our children. What's important is to give a future to this farm and to this land. And right now with this climate changing, this is coming extremely complicated to think about a future. Abbiamo grossissime perdite idriche sia nel settore irriguo sia nel settore potabile, cioè l'acqua che viene immessa nelle tubazioni in gran parte si perde perché le reti sono vetuste, le reti non sono state ammodernate.